Ich habe verstanden, dass ich niemals dazugehören würde. Es ist doch egal, ob ich einen deutschen Pass habe. Ich werde niemals dazugehören. Hanau, die hessische Stadt in der Nähe von Frankfurt am Main, zählt rund 100.000 Einwohner. Hier hat am 19. Februar 2020 ein rechtsextremer Attentäter 9 Menschen getötet. Menschen mit Migrationshintergrund. Hinterbliebene machen den Behörden große Vorwürfe der Fahrlässigkeit. Diese werden von den Behörden bestritten. Unbesetzte Notrufzentralen und Falschinformationen sind hier aber nicht das größte Problem. Man hat es jeden Tag irgendwo mitbekommen, aber man hat es halt sportlich genommen. Ich schulde niemandem etwas. Alles, was wir haben, haben uns hart erarbeitet. Heute kann ich das nicht mehr sportlich nehmen. Genau vor 12 Monaten saß ich hier draußen und ich war nicht alleine. Da fährt ein Fahrradfahrer vorbei, er hebt die rechte Hand. Er schreit es raus, Sieg Heil, es sind noch zu wenige, bald werden viel mehr Fotos hier hängen. In der Nacht des Anschlags sucht Armin seinen Sohn. Die Behörden sind dabei jedoch keine Hilfe. Ich kam dahin, der war abgesperrt, die Polizei war da. Ich habe den einen Polizisten gesagt, dass ich meinen Sohn suche. Er hat mich gefragt, wie... Ich suche meinen Sohn, er sagt zu mir, ich war gerade eben drin, wie sieht er aus? Ich habe ihm beschrieben, der war so auffällig angezogen. Und da guckt er mir ins Gesicht und sagt, so einer liegt hier nicht drin. In dem Augenblick sehe ich, wie die meinen Sohn raustragen. Aber ich habe ihn nicht erkannt, weil er komplett abgedeckt war. Zuerst bekommt Armin die Information, sein Sohn sei am Arm verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Dann habe ich die umliegenden Krankenhäuser angerufen. Ich habe auch das richtige Krankenhaus erwischt. Aber die haben mir gesagt, die können mir keine Informationen geben. Die wissen nicht, wie er heißt. Die Ärzte kämpfen. Dann haben die uns da in so einen Bus reingesetzt und uns in diese Halle gefahren. Da wurden die Daten aufgenommen von uns, wen wir suchen. Um 5:30 macht er uns noch Hoffnung. Die Streife ist auf dem Weg ins Krankenhaus, um den Verletzten zu identifizieren. Er macht uns Hoffnung. In dem Augenblick, da wussten die schon, dass er tot ist. Um 6:30 kommt er rein und liest es runter, so eiskalt. Die haben es nicht geschafft. Der und der. Und erzählen da Geschichten, die wissen nicht, wo die Leiche ist. Die Leiche ist beschlagnahmt. Alles gelogen. Im Nachhinein kam, dass alles erstunken und erlogen ist. Wir wussten 8 Tage nicht, wo mein Sohn ist. 8 Tage lang. Die haben uns gar nichts gesagt, was sie da machen. Nichts. Nur Spurensicherung. Und am 8. Tag habe ich die Leiche gesehen. Und als ich die gesehen habe, bin ich zusammengebrochen. Was sie da mit ihm angerichtet haben. Ich weiß nicht, was interessiert es jemanden, wie schwer die Organe von jemandem sind. Ticken die noch ganz richtig? Die ganze Tat ist doch auf Video dokumentiert. Ich verstehe das nicht. Und dann fangen die an, das ist die deutsche Gründlichkeit. Aber wenn ich wissen will, oder nicht nur ich, alle Familien, wie es so weit kommen konnte, dann wird geblockt und gemauert. Ein paar Straßen weiter treffen wir Ali Yildirim. Er ist Mitglied der Bildungsinitiative Ferhat Unvar, benannt nach seinem ermordeten Freund. Er sieht mangelnde Aufklärung und eine falsche Darstellung von Migranten in den Medien als großes Problem. Naja, es wurde einiges falsch gemacht. Also wir können ja anfangen alleine nur von der Berichterstattung, dass der zweite große Anschlagsort auch direkt als Shisha-Bar abgestempelt wurde und die seriöse Quelle dann die Polizei war, die Polizeistation hier in Hanau. Und bei den NSU-Morden wurde ja damals auch quasi so ein Begriff genommen. Man hat von Dönermorden geredet, obwohl von den 10 Opfern 2, glaube ich, nur in der Dönerbude gearbeitet haben. Und dann hat man hier von Shisha-Morden geredet und von den 9 Opfern ist einer in der Shisha-Bar erschossen worden. So. Auch er kritisiert die Fahrlässigkeit der Behörden in der Tatnacht. Dass eine Obduktion angeordnet wird oder durchgeführt wird, ohne dass eine Zustimmung von der Familie da war. Ja, alleine der Notruf, der nicht besetzt war und was ja dann auch Menschenleben gekostet hat, muss man sagen. Man muss sich ja fragen, was wäre passiert, wenn die Polizei, wenn man doch eine Umleitung hätte, nach Frankfurt zum Beispiel, dass man jemanden erreicht hätte. Also die Palette ist sehr lang, muss man sagen. Ne? Da ist auf jeden Fall einiges schiefgegangen und auch nach der Tat. Also wie gesagt, wir sind jetzt, bald sind es 2 Jahre her. Und wenn man jetzt guckt, was ist an Konsequenzen und Aufklärung wirklich passiert, das ist dann schon sehr traurig, ne? Muss man sagen. Man guckt weg, man will es nicht wahrhaben.
Man hat ja gesehen im NSU, da wurden ja die Opfer zu Tätern gemacht. Ich frage mich, was muss noch passieren? Müssen noch 200 sterben oder 2000? Was muss noch passieren? Das Hauptproblem laut Ali ist aber ein gesamtgesellschaftliches. Naja, es geht einfach darum, dass wir in Deutschland einfach begreifen müssen, dass wir schon länger ein Rassismusproblem haben. Das hat nicht mit Hanau angefangen. Ein Jahr vorher, 2019, hatten wir Halle gehabt, Mölln, also NSU. Wie gesagt, die Palette ist lang, Solingen, da kann man einige Sachen aufzählen. Und das ist, glaube ich, so das Problem, ne? Dass wir einfach die Sache nicht beim Namen benennen. Er hat sich ja gezielt die Orte ausgesucht, muss man ja sagen, ne? Und das hat ja dann auch wieder was mit Berichterstattung zu tun, ja? Weil man einfach ein bestimmtes Bild verstreut hat in die Gesellschaft, dass in Shisha-Bars, keine Ahnung, nur Clan-Kriminalität herrscht und dass dort nur schlechte Menschen sind. Und dann sucht sich natürlich so ein Täter dann solche Orte aus. Rassismus sieht auch Armin. Sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Behörden. Mein Sohn war dunkelblond und blauäugig, er war hellhäutig. Die beschreiben ihn orientalisch-südländisch, wegen seinem Namen. Dem Vater von Willy Viorel Paun sagen die, die hätten nicht gedacht, dass ein Zigeuner Zivilcourage hat. Ich meine, wo leben wir hier? Wir bekommen die Anrufe, wir sollen keine Blutrache üben. Wenn ich wegen Mordes gesessen hätte oder Gewalttaten, könnte ich es ja verstehen. Bremst den mal aus. Aber ich bin auch nicht vorbestraft. Ist es wegen meinem Nachnamen oder was? Ich bin hier geboren, ich bin deutscher Staatsbürger. Die schicken mir einen Dolmetscher. Ist mein Deutsch so schlecht? Die schicken mir einen Migrationsbeauftragten. Die schicken mir den Ausländerbeirat. Was heißt das? Bin ich Deutscher zweiter Klasse? Oder was bin ich? Die Hinterbliebenen fordern ganz klar eine Aufklärung und Gerechtigkeit. Ich will die Wahrheit wissen. Ich glaube, ich kenne die Wahrheit. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Nicht nur ich, die Familien, die Anwälte. Wir wollen aber, dass das zugegeben wird. Jemand muss die Verantwortung übernehmen. Ich meine, es kann nicht sein, dass jemand so auffälliges Waffen hat. Was hätte er noch machen sollen? Er schreibt den Generalbundesanwalt an, er verweist auf seine Website, er schreibt den Staatsanwalt an, er schreibt sogar die Polizei an und die antworten ihm noch. Der Notruf ist seit 20 Jahren veraltet. Ist mittlerweile auch bekannt. Hier muss alles aufgeklärt werden. Jeder Stein muss umgedreht werden, dass man sieht, wie es so weit kommen konnte. Und dann muss aufgeräumt werden, zu sagen, stopp, es reicht, nicht weiter. Wenn man das nicht kann und willig ist, es zu machen, dann soll man es auch öffentlich machen. Dann weiß ich, dass ich meine Koffer nehmen muss und dieses Land verlasse. Ich denke, eine richtige Genugtuung kann nicht stattfinden, aber nichtsdestotrotz muss man halt trotzdem standhaft bleiben und immer laut sein und immer fordern, damit überhaupt irgendwas geschieht, ne? Weil irgendwas muss passieren, irgendjemand muss die Konsequenzen für die Sachen tragen. Irgendwas muss passieren. Jetzt nur die Frage, was wird passieren, was erhofft man sich dadurch? Dann der Innenminister sagt, exzellente Polizeiarbeit, ich gratuliere. Und das alles sagt er, ohne rot zu werden. Und all dieses Versagen müsste ihm am besten bekannt sein. Also ist er fehl am Platz. Und diese ganzen Versprechen, die Tat wird aufgeräumt, es wird sich was ändern. Nein, nein. Er ist Teil des Problems, nicht Teil der Lösung. Wie gesagt, ich weiß, dass ich nicht mehr dazugehöre. Niemals dazugehört habe, sonst wär mein Sohn nicht ermordet worden.